Verehrte Zuschauer, in einer Aufzeichnung des griechischen Fernsehens berichten wir nun vom Spiel zur Fußball-Europameisterschaft der Nationalmannschaften zwischen Griechenland und der Bundesrepublik Deutschland, das soeben in Athen zu Ende gegangen ist. Reporter ist Werner Schneider. Der für diesen Zeitpunkt vorgesehene Spielfilm Louis Pasteur entfällt. Wir bitten um Ihr Verständnis. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir melden uns aus dem Karaiskakis-Stadion in Piräus, dem Hafen von Athen, zur ersten Begegnung der deutschen Fußballnationalmannschaft in der 5. Europameisterschaft. Der Titelverteidiger bestreitet sein erstes Spiel gegen Griechenland. Und im Stadion, das 42.000 Sitzplätze fasst, sind maximal 20.000 Zuschauer. Das Ereignis der Wahl, der ersten seit vielen Jahren in Griechenland am vergangenen Sonntag, hat hier förmlich alles Publikumsinteresse zerschlagen, daher die geringe Zuschauerzahl. Außerdem ist natürlich heute in Griechenland kein Feiertag, wie in den meisten deutschen Bundesländern, und das mag auch dafür verantwortlich zeichnen. Das Wetter ist warm, sommerlich fast, herrlicher Sonnenschein und ein Glück, dass diese leichte Brise vom Hafen hier herüber weht. Denn der Temperaturunterschied ist für die deutschen Spieler doch recht gewaltig. Hier ein Foto von der deutschen Mannschaft, die in grünen Jerseys und weißen Hosen spielt. Die Griechen in blauen Hosen und weißen Jerseys. Für sie also am Schwarz-Weiß-Fernseher oder heute auch an den Farbgeräten, die ja auch nur ein Schwarz-Weiß-Bild bringen, sehr leicht zu unterscheiden. Die deutsche Mannschaft steht mit Sepp Maier im Tor, Berti Vogts und Helmut Krämers als Außenverteidigern, Schwarzenbeck als Vorstopper und Libero natürlich Franz Beckenbauer. Dann im Mittelfeld Kullmann, Hoeneß und Wimmer. Und der Angriff mit Geier, Hölzenbein und Jupp Heynckes, der für Sigi Held eingesetzt wird. Sie haben es sicherlich gelesen, Sigi Helds Vater ist gestorben kurz vor der Abreise nach Athen und er fiel somit aus. Zum vierten Mal stehen sich Griechenland und Deutschland gegenüber. Alle bisherigen drei Spiele wurden gewonnen. Und Griechenland ist so etwas wie der deutsche Fuß- und Betas-Gegner, denn beim ersten Spiel war es der 20.11.1960 in Athen. Doch dieses 3:0. Am 20.11.1961 im Ausbruch 2:1 für die Deutschen. Beides war WM-Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Chile. Und zuletzt am 22.11.1970 wieder hier in Athen 3:1 für die deutsche Nationalmannschaft mit einem Tor von Franz Beckenbauer. Die griechische Mannschaft nenne ich Ihnen nicht, denn Sie werden das sicherlich kaum auseinanderhalten. Die Namen sind ziemliche Zungenbrecher. Ich hoffe, dass ich sie einigermaßen verständlich für Sie aussprechen kann. Anstoß für Griechenland. Das heißt, die deutsche Mannschaft hat die Wahl gewonnen und das ist ein recht günstiger Umstand, denn die Sonne scheint jetzt hier genau in den Rücken der deutschen Mannschaft und gegen den griechischen Torhüter. Das wird noch eine Viertelstunde lang etwa so anhalten, dann wird sie verschwunden sein. Ein sehr holperiger Rasen mit sehr viel Flickstellen. Er sieht fast aus wie ein persischer Teppich. Und das ist für das deutsche Spiel natürlich nicht ganz einfach. Einwurf durch Helmut Krämers zu Uli Hoeneß mit der Nummer 8. Wieder Helmut Krämers. Herbert Wimmer. Krämers sehr offensiv bereits. Und eine Möglichkeit. Vergeben durch Bernd Kullmann. Verzeihung, Jupp Heynckes, der hier im Bild ist. Wir sitzen genau auf der gegnerischen Torlinie und das ist für uns hier auch eine wenig schwierige Situation. Haben bereits das erste Spiel in der Europameisterschaft hinter sich. Sie spielten in Sofia gegen Bulgarien. 3:3, zwei Tore in den letzten 4 Minuten für die Griechen nach 1:3 Rückstand. Vierter Partner in der Gruppe 8
zu dieser Europameisterschaft in der Vorrunde ist Malta. Kullmann, offensives Spiel der deutschen Mannschaft. Und das ist Torwart Tikonomopoulos. Hoeneß. Helmut Kremers. Ball springt etwas schwer kontrollierbar. Kyrastas, ein Neuling im griechischen Team mit der Nummer 2. Tersanidis. Berti Vogt. Hölzenbein. Und Wimmer kam nicht mehr heran. Tikonomopoulos, ein Mann mit 25 Länderspielen im Tor der Griechen. Tersanidis gegen Kremers und jetzt Rainer Geier. Wimmer, etwas zu weit für Jupp Heynckes. Tersanidis. Elefterakis, einer der Spielmacher der Griechen. Und Wimmer. Kyrastas. Und Glissas. Schiedsrichter ist Nicolae Rainea aus Rumänien, der unter anderem bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland das Spiel Brasilien gegen Zaire pfiff, 3:0 für Brasilien. Möglichkeit. Silikar ist gescheitert. Und Hölzenbein weit zurück. Beckenbauer. Hoeneß. Hölzenbein, Kremers, Wimmer, Abseits, Abseits Rainer Geier. Ja, da ist niemand für diesen Kopfball von Bernd Kullmann. Helmut Schön ist hier bewusst kein Risiko eingegangen. Von den Neulingen, die noch mit im Aufgebot sind, bisher noch keiner eingesetzt. Vor allen Dingen steht die Abwehr in der gleichen Formation wie beim ersten Spiel nach Gewinn der Weltmeisterschaft im September in Basel beim 2:1 gegen die Schweiz.
Aus der Weltmeisterelf sind noch 6 Spieler dabei. Hier Berti Fuchs, der heute sein 60. Länderspiel bestreitet. Hoeneß. Beckenbauer mit aufgerückt. Wimmer. Und die Griechen mit Papaioannou. Papaioannou, ein gefährlicher Schütze aus der zweiten Reihe, aber Kullmann. Und wieder der Grieche. Tersanidis. Und der erste Eckball in diesem Spiel, Eckball für die deutsche Mannschaft. Beckenbauer und Fuchs. Vorteil für die Griechen. Geil. Holzenbein. Und erneut Eckball für die deutsche Mannschaft. Geführt von Uli Hoeneß. Sehr stark behütetes griechisches Tor. Gleich 3 Abwehrspieler standen auf der Linie. Auf Hoeneß. Beckenbauer zu Helmut Kremers, dem Schalke. Heinkes dazwischen, aber Foul und Freistoß für die Griechen. Thank you.
spielen mit weiten Pässen. Ihnen fehlt ja heute Ihr Torjäger Antoniades, der sich im Probespiel am letzten Freitag beim 3:1 gegen Zypern eine Knieverletzung zuzog. Und Sie müssen sich also ein neues Rezept heute ausdenken. Und so, das war das Rezept. Deutsches Zusammenspiel klappt noch gar nicht, möglicherweise durch den unebenen Rasen beeinflusst. Deckung nach vorne kommen. So macht es der Kapitän. Sarafis und Paul, Freistoß für Griechenland. Und
jetzt ein Freistoß für die deutsche Elf. Geil. Schwarzenbeck. Heinkes. Beckenbauer. Kremers. Felsenbein, der sehr viel auf die Flügel ausweicht. Und gepfiffen. Freistoß für die Griechen wegen Handspiel. Οικονομόπουλος. Unterlaufen und Freistoß für die Griechen. Domastos. Im unebenen Boden verzichtet die deutsche Mannschaft darauf, mit Abwürfen und dann mit Offensive aus der Deckung heraus zu spielen, weil das direkte Spiel auf diesem Platz kaum möglich ist. Abseits. Etwa 26 Minuten in Athen. Spielstand immer noch 1:0 für Griechenland.